Hallo, da bin ich schon wieder. Ja, heute mal mit mehr Licht. Ja, heute ist ein sehr lichtvoller Tag. Ja, habe jetzt nun schon ein paar Videos gemacht und ja, da wurde ja wieder eine ganze Menge konzeptualisiert und geurteilt und beurteilt und Standortbestimmungen und Definitionen und so weiter. Die Wahrheit ist, vergesst es. Vergesst diese ganzen Versuche, irgendwas zu beurteilen, was überhaupt nicht zu beurteilen ist. Die Wahrheit ist über diese Marionette hier, die Wahrheit über mich ist, dass ich seit 2000 in einem Zustand der Leere, also Leere mit Doppel-E oder auch Leerheit bin, die sich immer weiter vertieft. Das ist Fakt. Und aus dieser Leerheit gibt es überhaupt kein Entrinnen, ja, die ist absolut immer. Und was seit der ganzen Zeit passiert ist und was mir mittlerweile tierisch auf den Nerv geht, ist der ständige Versuch der Gedanken oder des Verstandes, ja, das zu beurteilen. Also der Verstand versucht, das zu beurteilen, worin er erscheint. Denn er erscheint in der Leere. Ja. Ich habe es direkt erlebt, sogar bis in den Tiefschlaf hinein, der Verstand, ich habe es erlebt, wie der Verstand in der Leerheit entsteht. Ja. Und wie die Leerheit auch ohne Verstand ist. Vollständig leer. Und das ist die Wahrheit. Jedenfalls meine Wahrheit. Seit 14 Jahren. Und da kommt jeden Tag dieser Verstand an, morgens, wenn er aufwacht und will, und sagt dann irgendwann, ha, ich erkläre sie die Erleuchtung. Ja? Es ist so unglaublich blöde eigentlich. Und ich erlebe das seit 14 Jahren, dass diese ganzen Definitionen und Urteile über mich selbst, diese Selbstbeurteilung, dass die immer wieder nach kurzer Zeit in sich zusammenfällt. Und kaum ist das zusammengefallen, geht es schon wieder neu los. Ich habe mal früher zu meiner Ex-Freundin gesagt, ja, jeden Tag wird da, oder alle paar Tage wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ja? So ist es wirklich. Alle paar Tage kommt ja mit was Neuem an und so ist es und so, ja. Und es ist zum wahnsinnig werden, ja. Und heute bin ich ihm wieder drauf gekommen, ja. Aber so richtig. Also, weil ich. Gut, gestern habe ich noch über die Erleuchtungsfalle geredet. Da ist sicherlich was dran. Aber was mir jetzt passiert ist in den letzten Wochen, ist, dass ich direkt aus dieser Erleuchtungsfalle in die Unerleuchtungsfalle gekommen bin, indem ich wieder mir eingeredet habe, dass ich unerleuchtet bin und jetzt die Erleuchtung finden muss. Ja. Das ist wieder ein neues Urteil. Und das Entscheidende ist nicht, wie man sich beurteilt, sondern dass man überhaupt urteilt. Ja. Dass ständig dieses Urteilen über sich selbst, über das Mysterium des Seins stattfindet, welches nicht beurteilt werden kann. Der Verstand kann alles Mögliche beurteilen im täglichen Leben und dafür ist er auch geeignet als Werkzeug und so weiter. Absolut korrekt und da gehört er hin. Ja. Der Verstand gehört zur praktischen Lebensbewältigung. Aber er hat im eigentlichen höheren Erkenntnissinne ist er absolut inkompetent. Die Gedanken stehen da fassungslos davor, vor einem Phänomen, also vor ihrem Schöpfer sozusagen. Ja. Die Gedanken erscheinen in der Leere und verschwinden wieder in der Leere. Ja. Das ist, was ich seit 14 Jahren erlebe, dass das alles wieder verpufft und es geht aber trotzdem immer weiter. Es kommt, nach ein paar Tagen geht es wieder los, dann mit was Neuem. Oder vielleicht manchmal sind auch ein, zwei Wochen dazwischen oder was weiß ich. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wieso passiert das eigentlich so die ganze Zeit? Und ja, wieso passiert das? Und ich habe ja, das Ganze kam jetzt auch raus, weil ich durch einen deutschen Mystiker, mit dem ich vor einiger Zeit telefoniert habe, und also den halte ich für einen sehr guten Mann, und es gibt sie wirklich noch, die echten Mystiker, der hat mich in einem Telefongespräch darauf gebracht, auf
auf Susan Siegel nochmal. Und das Lustige ist, ich habe das Buch schon gehabt früher. Ich habe es im Jahr 2000 gelesen und besessen und habe es dann verschenkt, wie ich das häufig so mache mit Büchern, dass ich die dann irgendwann verschenke. Jetzt habe ich es mir halt nochmal gekauft, weil ich irgendwie intuitiv gespürt habe, dass dieses Buch unheimlich wichtig für mich ist, weil das habe ich jetzt, ich habe es jetzt fast durch wieder, ich habe festgestellt, da sind unheimlich viele Parallelen drin zu meinem Weg einfach. Also da ist zwar nicht alles genauso, da sind gewisse Unterschiede oder auch klare Unterschiede, aber das ist auch egal, weil was ich, die Gemeinsamkeiten, die für mich jetzt entscheidend waren, die ich ganz klar gefunden habe, war einerseits die ständige Erfahrung der Leerheit, die sie auch macht, vielleicht noch ein bisschen tiefer sogar bei ihr, ich weiß es nicht, ist auch egal, Leerheit ist Leerheit. Ja. Und das war schon wieder ein Urteil, ne? Meins ist nicht so gut wie ihrs, ne? Es ist schon wieder, ne? Also, okay, lassen wir das. So, das ist das eine, die Erfahrung der Leerheit. Und das andere ist, dass der Verstand ständig irgendwas beurteilen will, was er gar nicht beurteilen kann. Die ganze Zeit, jahrelang. Bei ihr waren es 12 Jahre, bei mir sind es jetzt 14 Jahre. Und das, die nächste Parallele, die ich erst dachte, dass es ein Unterschied wäre, das ist die Angst. Ja, die Angst vor der Leerheit. Der Verstand hat eine panische Urangst vor der Auslöschung, vor der Selbstauflösung. Es ist unglaublich. Und ich habe diese Angst auch gehabt im Jahr 2000 und ich habe die verdrängt. Ja, ich habe die ist irgendwie verschütt gegangen und ich habe geglaubt, ich habe die Angst gar nicht. Ja. Und da ist sie natürlich viel mächtiger, weil sie unbewusst ist. Die ist bei mir ins Unbewusste gewandert und hat von dort aus ja, diesen ganzen Verstandesmüll organisiert, ja, der ständig in mein Bewusstsein prasselte. Es ist die Angst, das ist der Motor hinter diesem ganzen Unsinn, der da stattfindet. Es ist diese Urangst vor der Auslöschung, vor dem Nichts. Ja, der Verstand kann da nur panische Angst davor haben. Ja, das ist die eigentliche Ursache dieses ganzen Mindfucks, der da seit über 10 Jahren bei mir abläuft. Ja. So, wie geht man mit der Angst um? Ja, man kann da nichts mit machen, die ist da. Und das Beste, was man tun kann, ist, sie klar zu sehen und sie zu akzeptieren. Sie ist einfach da, diese Angst ist da. Und das ist, ob man die jemals los wird, ich weiß es nicht. Darum geht es vielleicht auch gar nicht. Ich glaube, es ist wichtig, die einfach zu akzeptieren. Ja, die Angst ist nun mal da. Und die Angst führt dann zu gewissen Turbulenzen im Verstand. Und wenn dieser Mechanismus ganz klar immer wieder erkannt wird, dann denke ich mal, dass der sich auch dann im Laufe der Zeit abschwächt und dass dann mehr Frieden und Ruhe einkehrt. Also ich habe gerade einen sehr schönen Spaziergang gemacht und da habe ich schon gemerkt, wie ich so mit mir selbst in Resonanz gekommen bin. Das sind immer so Schwindelgefühle. Und es ist gut, also es ist ein gutes Zeichen, das weiß ich, dass ich da absolut richtig liege jetzt bei mir. Und ja, also die ganzen Videos, die ich gemacht habe, die sind nicht alle unsinnig, da ist viel Wahres auch dran, aber bitte streicht alles daraus, also vergesst alles, was irgendwie in Richtung Selbstbeurteilung geht, weil das ist einfach nicht möglich. Man kann dieses Phänomen der Leerheit oder dieses Bewusstsein, überhaupt Bewusstsein auch, ist absolut, ist nicht definierbar. Ja, versuch mal Bewusstsein zu definieren. Es ist absolut unmöglich. Ich habe das ja gestern versucht, mit diesen Aggregatzuständen so ein bisschen zu erklären alles und so. Und da war ich auch ganz stolz drauf. Wow, jetzt hat er das schönste Konzept sich gemalt. Der Verstand hat das schönste Bild gemalt. Und wow, war das so toll. Ich war so glücklich gestern. Nur damit das heute alles echt zusammengefallen ist wie so ein Kartenhaus. Und mich echt so zurückgelassen hat und nur gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ne? Dass man immer wieder auf denselben Mist reinfällt. Immer wieder. Und was bleibt mir? Mir bleibt im Jetzt zu sein. Was ist jetzt? Was ist jetzt in jedem Moment? Ja? Das ist das, was zählt. Was ist jetzt? Und da ist Stille, da ist Frieden, da ist Leere, da ist natürlich auch Erscheinungen, ja, da erscheinen die Dinge, die Welt erscheint und diese Leere, das ist mir noch wichtig, das zu sagen, diese Leerheitserfahrung im Tiefschlaf, die ich gestern beschrieben habe, diese Leerheit, die ist nicht nur im Tiefschlaf, die ist jetzt genauso, ja, das ist die Leerheit, in der die Welt erscheint, die ist jetzt, die ist ununterbrochen, die ist nie unterbrochen, niemals,
egal was darin erscheint oder nicht erscheint, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, das ist unteilbar. Unteilbar. Es hat keinen Anfang und kein Ende. Der Verstand, der kommt dauernd und geht. Ja. Gedanken kommen und gehen. Das ist alles Erscheinung. Der Körper erscheint, schläft, ja, wacht auf, schläft ein, ist weg. Also subjektiv ist er weg. Nix Körper. Ja, ganz klar. Und wenn er stirbt, ist er sowieso weg. Ja, also alles kommt und geht, nur die Leerheit. Diese Leerheit, dieses reine Bewusstsein oder das reine Sein oder wie auch immer man das nennen mag, das Mysterium des Seins, das ist einfach Peng, Ende. Und was bleibt mir letztlich übrig zu sagen? Es bleibt einfach nur letztlich übrig, ich bin, was ich bin. Was anderes kann ich überhaupt nicht sagen. Ich bin, was ich bin. Das ist absolut profan und ja, das ist nix. Ich bin, was ich bin. Fertig. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Es gibt ein wunderschönes Gebot von den 10 Geboten. Das Schönste, wie ich finde, du sollst dir kein Bildnis machen. Ja, und wenn man das ein bisschen weiter fasst, als nur jetzt irgendwie sich Bilder an die Wand zu hängen oder Statuen zu bauen, das ist glaube ich letztlich gar nicht gemeint, sondern das innere Bildnis ist das Entscheidende. Ja. Du sollst dir kein Bild machen von Gott, von der Wahrheit, weil es nicht geht. Wenn du dir ein Bild davon machst, dann stellst du das vor, die Erfahrung, die schon ist. Die Wahrheit ist immer. Ja, dann machst du dir ein Bild, so muss es doch sein und da bin ich ja nicht. Und dann stellst du das davor. Und das ist eine Vorstellung. Und das ist genau das Ding, was dich aus dem Jetzt, aus dem Frieden der Glückseligkeit des Jetzt herausbringt, ist, dass man sich ein Bild macht, dass der Verstand anfängt, sich Bilder zu kreieren, wie Gott zu sein hätte und wie Erleuchtung, das ist ja alles dasselbe letztlich, wie Erleuchtung zu sein hat, wie Wahrheit zu sein hat, ja, alles diese Bilder und Vorstellungen davon, das ist alles totaler Müll. Also schaut, was bin ich? Wer bin ich jetzt? Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Was ist jetzt? Und jetzt? Und jetzt?